Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 4 Multiplayer Modus. Ja, wir befinden uns jetzt endlich mal auf der Map. Fehlerhafte Übertragung bzw. Failed Transition, genau so. Im Modus Eroberung, was auch sonst. Und wir starten jetzt einfach mal. Wir gehen hier einfach mal in den Bomber rein. Ich habe ja gesagt, ich mag die Map eigentlich nicht so gerne. Aber ein paar Leute haben sich die dann doch gewünscht und dann habe ich gesagt, oder habe ich mir gedacht, da ich ja auch mal eigentlich alle Maps zeigen möchte, warum denn eigentlich nicht? Und da haben wir schon den ersten gekillt, das geht echt ganz gut eigentlich. Beziehungsweise ist es ja nicht der Bomber, sondern, ist das Ding? Gunship, genau, Gunship, ja. Yeah. Beifahrerhilfe, also muss er da doch jemanden gesehen haben. Da unten kommt ein Humvee oder was auch immer das ist an. Ah, der andere kann da deutlich besser treffen als ich. Oh, obwohl, da habe ich ihn eigentlich getroffen. Wobei, Feuerhilfe 10 ist es auch nicht so viel. Ja, Weihnachten ist zu Ende, endlich. Zum Glück, ey, das geht einmal irgendwann auch auf den Sack, um ehrlich zu sein. Und, ja. Ich habe mir über Weihnachten mal eine Pause gegönnt. Das war eigentlich mal ganz gut, weil ich brauchte wirklich mal eine Pause. Und wirklich von allem mal komplett runterzukommen, und das hat auch eigentlich ganz gut getan. Aber jetzt, da kommt ein scheiß Jet an. Ich springe mal noch nicht raus, denn er ist wieder weg. Ah, scheiße. Mann. Ach, ich springe hier mal raus. Ist ja anscheinend eine ganz gute Stelle. Aber kann ich hier drauf landen? Das wäre echt cool, das wäre echt cool. Warte, warte, warte. Für so waghalsige Aktionen würde ich ja mal gerne zu haben. Scheiße, ich hab's nicht. Ich hab meine RPG noch, ne? So. War echt eine super Idee, ja. Mir hätte nichts Besseres einfallen können. Mann, jetzt bin ich schon wieder so laut. Eben im. Weißt du, ich teste das dann vorher immer und dann bin ich immer leise und hinterher in der Aufnahme bin ich, schrei ich dann anscheinend rum wie so ein alter Schreihals oder so. Ach, Kacke! Mann, haben wir hier schon wieder so ein scheiß Jet-Pilot, der hier wieder alles weghaut? Nö, der Hector 88. Der, eine KD von 3 zu 3. Oh, da vorne ist jemand hergelaufen. Vorne ist auch der feindliche Panzer, da stehen mehrere Leute. Einfach mal eine RPG hinhauen, aber ich habe nicht getroffen. Ich bin auf jeden Fall gespottet auf der Minimap. Jawohl, Gegner eliminiert. Das war jetzt auch, ja, das war ganz cool. So. Ja, demnächst ist Silvester, ich habe es ja schon auf Facebook gepostet. Bild, wo ich mir die ganzen Klamotten alle gekauft habe, also die Böller und so, ist dieses Jahr nicht wenig. Ich steigere mich da eigentlich jedes Jahr. Da habe ich schon echt viele ausgegeben, aber ich bin noch nicht mal mehr da an Silvester. Bin im Club eigentlich und deswegen, aber übers Jahr gesehen hat man ja immer so ein bisschen Bedarf. Ja. Natürlich alles inoffiziell kriegen wir den weg. Jawohl, nächster Gegner eliminiert. Wieder mit der RPG. Und jetzt haben wir gleich erstmal B eingenommen. Sauber. Sind wir aus? Nein, wir sind natürlich nicht Squad Leader. Bin ja auch gerade eben erst gejoint. So, jetzt geht's noch A. Der wollen wir hier mal rein. Ach, wir gehen hier mal rein. Ey. Das ist ja, sieht ja ganz verlockend aus. Und dann nehmen wir mal hier den Heli mit. Ja, was. Oh. Verrückter Jetpilot. Verrückter Mongo. So, wo soll's denn hingehen? Du fährst gerade übrigens rückwärts, Kollege. Ja, macht halt nichts, ne? Gegen das System. Ich meine, ich bin immer dafür, aber irgendwie rückwärts fahren ist nicht so cool. Weil jedenfalls in Battlefield 3 war es so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Von hinten nimmt man am meisten Schaden. Ah, ich glaube, er hat es gemerkt. Oder er hat es extra gemacht. Oder er wollte mich verwirren. Oder ach, scheiß drauf.
So kriege ich das natürlich nicht raus. Ja, fahr doch mal nach E. Oder fahr einfach irgendwo hin. Ach, scheiße. Jetzt habe ich natürlich auf die Karte geguckt und nicht hier drauf geachtet. Sonst hätte ich den natürlich... Ja, zumindest versucht abzuschießen. Naja, ein bisschen bearbeitet hätte ich unseren Kollegen da. Bleib mal stehen! Oh, nein! Ah! Aua! Ah! Steig mal aus. Kollege, es... Ah, ich hasse das, wenn die... Wenn die halt nicht mehr kennen. Alter! Na gut, war ja jetzt auch eine Stelle, wo er ein bisschen auf die Fresse bekommen hat. Gebe ich auch zu. Aber da fahre ich dann nicht mit. Ist ja ein Selbstmordkommando da. Suicide Buggy. Vorne steht einer. Ich laufe hier mal außen rum. Vielleicht bemerkt er mich nicht. Doch, ich wurde gesichtet. Ah, scheiß doch die Wand an. Kacke. Der Necromorph. Mann, wäre man noch von so einem scheiß Alien gekillt. Ah, kacke, da waren aber gerade ganz schön viele, du, ne? Nehmen wir mal einen Jet. Komm, wir fliegen mal. Nein, wir fliegen nicht Jet, weil er ist ein guter Jetpilot. Glaube ich. Weiß ich nicht. Letztes Jahr habe ich irgendwie ein bisschen Bock bekommen, Jet zu fliegen. Dann habe ich das auch mal ab und zu gemacht und manchmal lief es sogar einigermaßen gut. Also es lief jetzt nicht herausragend, stechermäßig, pornös, was weiß ich, aber... So, den einen oder anderen Heli habe ich dann doch mal weggenommen. Oder wie auch mal man das bezeichnen möchte. So, hier vorne stehen ein paar Leute. Ja, der wird wohl tot sein. Glaube ich. Nee. Ist er nicht? Mann, was für ein Kacken-Team. Ah, jetzt fahr doch hier rein, sonst kann er auch mal die Scheißmauer aufbrechen. Ah, leck mich doch. Ja, leck's mir doch im Arsch. Was soll ich machen? Stehen da oben, oder? Stehen die da oben? Ich weiß es gar nicht. Woher soll ich's auch wissen? Ah. Vorne steht auch einer. Ja, das war wohl ein Ende, ne? Ah, scheiße. Oh, kacke. Gemein, ich bin doch noch klein. Was labert denn? Obi-Wan 007? Oh, scheiße, ich bin auf die X-Taste gekommen. Kacke. Nein! Mann! Du, mal, ich habe noch gesehen auf der Minimap und ich werde schon wieder so laut. Warum bin ich so laut, Mann? Ja, jetzt sieht's gerade echt gut aus für unser Team. Vielleicht gehe ich mal wirklich in den Jet rein. Wir haben nochmal das Mikrofon etwas zurückgestellt. Vielleicht bin ich dann doch etwas leiser. Vielleicht bin ich auch zu leise. Ich hoffe nicht. Scheiße! Boah! Das lief echt gut. Das lief gut, ja. Boah, gut, dass ich noch schnell genug ausgestiegen bin. So, jetzt hole ich dann doch mal das Mikrofon etwas näher ran. Ich hoffe, man hört nicht immer so ein... Weil dann hole ich mich gerade das Mikrofon wieder. Oder schieb zurück. Keine Ahnung. Weiß gar nicht, warum der Ton so austariert ist. Ist das ein Wort? Wahrscheinlich nicht. So unausgeglichen. Aha, cool. Das hier ist anscheinend das Revolution-Ereignis in... Wie heißt die Kacken-Map hier nochmal? Failed Transition. Okay, gehen wir nach B. Hallo? Aber gehen wir nach C. Da sieht es ganz cool aus. C ist sogar noch ein bisschen näher. Nein, wir gehen wieder nach D. Da steht nämlich gerade ein feindlicher Tank. Irgendwo. War zumindest eben einer markiert. Ah, scheiße. Kann das denn sein, dass ich gar nicht getroffen habe? Wie kann das denn? Jawohl. Ich habe ja auch diesmal nicht getroffen. Nein, wo kommen die immer her? Immer liegt irgendwo einer im Sand. Ey, ich verstehe es nicht. Und dann liegt der da auch nur so dämlich rum. Ey, sag mal. Boah, ich komme gerade voll nicht klar.
Ach komm, lass mal ein bisschen Jet fliegen. Vaultkick Beta Data, was hat er denn gemacht? Oh. Aber dem haben wir erstmal 50% abgezogen. Hier leck mich doch. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf Jetfliegen. Weil schon so ein Spaß hier ankommt. Wo fliegen wir mal rein? Hier. Oh, das ist arschig, oder? Das ist arschig. Das tut mir jetzt auch richtig leid gerade. Aber ich glaube, das tut dem Panzer jedenfalls nichts. So, ich muss mal gucken. Ja, dem hat das gar nichts gemacht. Damit kannst du nur Roadkills machen. So. Schaden 60. Ah, wir haben noch nicht mal mehr getroffen. So ein Scheiß. Nein! Nein, jetzt sind wir... Oh mein Gott. 4 zu 5. Scheiße, Mann. Aber unser Team ist auch... Es führt... Ah, jetzt erobern sie langsam hier wieder die Einsatzziele zurück. Ja. Beziehungsweise die Gegner holen sich die gerade wieder. Ja, gehen wir mal. Wenn wir jetzt gerade schon bei E sind, können wir ja gleich mal... Wo ist ein C da hinten? Da, ich suche schon die ganze Zeit. Ich habe diese Map, wie gesagt, nur ein einziges Mal vorher besucht und mir gefiel sie da nicht so gut. Jetzt, also ich habe das oft, dass ich dann frühzeitig irgendwas verurteile, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Jetzt muss ich gerade sagen, so schlecht gefällt mir die Map gerade gar nicht. Da war ich vielleicht etwas voreilig. Hier stand natürlich irgendwo ein Spawn-Beacon rum, deswegen hat er uns gesehen auf der Minimap, aber es war zu spät. Spawn Beacon steht hier natürlich auch rum, aber das kann natürlich keine Gegner sichten. Aber wahrscheinlich steht hier auch irgendwo ein T-Ack oder irgendwas rum. Also wir sind mit großer Wahrscheinlichkeit gesichtet. Ja, feindliche Tank schießt schon auf uns. Nö, 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 nö. Oh. Schießt ja schon einer von unten? Ja, nein, nein, das kann doch nicht sein. Wieso hat mich jetzt die scheiß Granate noch gekriegt? Sag mal. Dann läuft der gerade nicht so prickelnd ab. Gehe ich in Jet? Nein, 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 ich nehme hier den Heli. Oh. Ach, das ist doch scheiße. Mann, Fahrzeugzustand 1! Ich krieg einen Kackreiz! Mann! Ist doch wahr! Wo soll ich denn jetzt mal hin? Nach D? Mann, ich will endlich mal nach C. Ich nehme jetzt das Quad. Stehen sie gerade zwar die Feinde, aber. Ah! So, wohin gehe ich mal? Wo ist es denn hier am sichersten? Wahrscheinlich nirgendwo, oder? Gerade fast gehört. Warum bin ich denn so am Rumfailen? Mann. DHL. Gott. Ist egal. Ich beende dann auch mal diese Folge und verspreche mal, dass es in der nächsten Folge besser wird. Scheiße, 5 zu 9? Scheiße, das sieht ja jetzt mal richtig scheiße aus. Dreimal im selben Kontext, scheiße. Eigentlich jetzt sogar viermal. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge besser wieder. Wieder. Und ich hoffe, dass es besser wird in der nächsten Folge. Nein, ich hoffe es nicht, sondern ich verspreche es. Denn wenn ich gleich nicht besser werde, dann mache ich einfach gleich was anderes. Ich mag die Map eh nicht. Also bis gleich. Tschüss.